Ich wasche mal kurz Hände, aber ich habe blutige Fetzen, ich höre euch. Ja. Okay, geht los. Nice, okay, let's go, guys. Habt ihr alle das OPDG offen? Das Ja. hier nochmal reingeschickt. Oh. Also, Thresh ist, denke ich mal, offensichtlich. Ja. Dann Graves. Ja, und dann hat der Enemy Midlaner Sylas Akali Victor mit ziemlich starken Winrates im Start. Jo, lass Akali-Ban, no? Akali bin ich auch dafür. Okay. Ja, der Top-Laner, nee, der Jungler hat auch noch Akali-Games, also. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Da können die den flexen. Oh, der Ivan, die Ivan Nunu, Mann. Das sieht so toll aus, wenn man die beiden Champs waren. Das ist aber Ich weiß, leider. manche, also wir sind ja Red Side und das heißt ja Anivia könnte gut offen sein. Das könnte ein sehr, sehr guter Rotation 2-Pick sein. Auf jeden Fall nicht vergessen. Es kann natürlich auch sein, dass sie den jetzt Also, haben. bis ich Anivia vergesse. Ich habe heute Nacht von Anivia geträumt, so, ne? Was erwartest du hier? Jugendfreie Träume, Nice. Das freut uns, das ist jugendfrei. Sound So, healing. Leute, für euch jetzt, das Ganze ist, glaube ich, das achte Finale, keiner weiß es so richtig, vielleicht auch 16. Ist jetzt quasi der Sonntag, weil wir jetzt einen Tag warten mussten. Ich mute mich und auf geht's. Die Gegner sind Master bis dir. Sound Ja, resumed. so viel dazu. Danke, Rocklo, dass du es gejinxt hast. Danke, Rocklo. Danke, Danke, Rocklo. Danke, Mr. Rocklo. Rocklo. Ich bange Akali. Ja. Also auch wenn er mehr Sylas Games hat und höhere Winrate auf Sylas, ist halt Sylas Early halt sehr, sehr schwach. Wirklich sehr, sehr schwach. Das heißt zum Beispiel Pantheon ist offen. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob Support Pantheon spielt. Wird Ich doch glaube, jetzt man erst kann. angepasst. Ich glaube, das ist nicht mehr so toll. Also Also, er hat eine ich höhere habe es mal Winrate als gespielt, aber vorher. ich möchte es nicht spielen, sagen wir es mal so. So oft habe ich es jetzt auch nicht gespielt. Aber wir haben Rell offen gelassen, Jax. Oder Ja, nächste hat keine Sylas. Games. Ja, das ist dann sehr wahrscheinlich in Sylas Mitte. Davon gehe Jhin ich auch ist aus. open. Achso, Wir sollten ja. AD Carry auf jeden Fall locken. Ja. Jhin, Ezreal, Ashe, Miss Fortune. Nur die vier. Spielen wir Strongest Side Top? Weißt, wissen wir noch Ja, nicht, sehr aber schon. wahrscheinlich. Sehr Ja, dann wahrscheinlich. pick Ezreal einfach mal. Das glaube ich ist fein. So. Und Jungle sollten wir eventuell etwas picken, das Early Game gut ganken kann, also falls du da was anbieten kannst. Kane wurde halt echt stark genervt, falls du den Ja, Laner so Kane nicht ist gespielt terrible, hast. Kane ist terrible. Ja. Oh, Talia, ne? Also wenn du Talia gehst, werde ich Pantheon auf 3 picken. Aber es kann sein, Okay, dass ja. sie jetzt Pantheon picken. Aber sonst hätte ich auch Volibear, was auch sehr, sehr gut ist. Ja, Oder ja, Shen. ja. Bin ich sehr Also. confident drin. Ja? Okay, super. Ja. Dann feiere ich den Pick auf jeden Fall. Und die ist broken as fuck, also. Nice. Finde ich schon mal sehr gut. Also wir haben eine Poke-Comp, wir haben sehr viel Range. Das macht es Sylas extrem schwer, das Game zu spielen und der Enemy Top Lane Champion Pool ist auch nicht so gut dagegen. Deswegen schauen wir mal. Also eventuell muss er jetzt einen Tank picken, sonst können wir gut Tanks bannen. Okay, Nautilus und ja, dann werden die wahrscheinlich einen AD Carry picken. MF Jhin, denke ich mir. Also es kann sein, dass sie für Samira gehen wollen. Ich finde Samira halt useless. Du willst Pantheon auf Ja, R3, ne? Pantheon, go, go, Pantheon, ja, die können gar nichts machen dagegen. Da kannst gar nichts machen Wir bannen dagegen. Melfa, ich würde, habt ihr was gegen, wenn ich die Bans jetzt entscheide? Weil, Was ich willst du würde noch bannen? würd mit zwei Tanks bannen, damit ich den Free Ja. Lane hab. Ja, Boah, ist fein für dann machen mich. wir das. Kann immer In noch welchem willst du Sylas nach Top Melfa sein, bannen? ne? Nur Wahrscheinlich in. Poppy. Okay. Ah ja, Also, okay. Gut, Poppy die ist halt sehr Kackbox, nervig für deswegen. Dings, aber an sich ist Poppy kein Problem, glaube ich, weil Poppy hat extrem Probleme gegen Ezreal Talia. Aber ne, es kann auch immer noch Sylas Top sein, just Ja, for dann Mindset. FFen die das Game halt. Das ist Ja, halt. Weiß nicht, wie smart das wäre. Okay, ich schau grad, was er spielt. Ich würde sonst Wukong bannen dann einfach. ja. That kind of stinks. Ja, finde ich gut. Mach dir keine Sorgen, Johnny. Ich finde, du hast eigentlich dein Champion Pool ist groß genug. Ja, auf jeden Fall. Aber Zoe wäre sehr, sehr juicy gewesen. Ich überlege aktuell Galio, to be honest, auch wenn wir Ja. relativ high range sind. Nee, Galio ist sehr gut. Sehr Das gut, schon. weil dann hast du vor, habe ich Follow-up. Ja, Also ja. 100%igen Follow-up. Und wenn wir Double Setup haben auf der Strong Side von Talia, können die gar nicht Ja, das das Game ist zocken. insane. Das ist extrem gut. Dann kann Talia Perma invaden. Und
Silas und Nautilus verlieren den Back in deinen Dive, so wenn du Galio hast. Ja, wir könnten. Nee, lass mal. Erst mal. Ja. Lass erstmal Support picken. Ja, was wollt ihr denn, was ich Support spiele? Gegen Nautilus ist gut, Morgana, Alistar. Morgana Ult ist sehr gut für Silas. Ne? Was ist mit Ezreal Yumi hier? Ist das nicht? Ich hab auch überlegt, aber ja. Die ficken uns schon. Ah, die zerstören uns natürlich sehr hart. Morgana, wie findest du Morgana? Du musst was sagen. Also, ich. Ja, pick Morgana. Mehr Morgana. Whatever. Du musst reden bei 5 Sekunden. Ja. Du musst. Ihr seid ja die ganze Zeit am Quatschen. Ich hätte jetzt gesagt, was ich in der Solo-Queue gepickt hätte. Du deine Stimme erheben. Ja. Auf geht's, ab geht's. Ich werde immer nur die besten Picks sagen, die ich denke, für den Draft, aber ich kenne den Champion Pool nicht so gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Morgana hasse, aber. Deine Morgana sind sein. Wir machen das schon. Auf Bot. Weiß ich gerade nicht, was ich mit der. Bauen soll? Für. Masteries gehen soll. Das kann ich ganz schnell rausfinden. Gegen Guardian, Font of Life, Bone Plating und Unflinching oder so. Oder halt was. Und dann kannst du Secondary einfach Cookies gehen und. Boah, hast du ja 52% Winrate. Ja. Guardian, Font, Bone Plating, Unflinching und Stopwatch, Cosmic Insight. Also ich weiß ehrlich, das ist das schlechteste Matchup für Gangplank, das es gibt. Das ist das schlechteste Matchup für Gangplank, das es gibt, ehrlich. Also wirklich, ist krass. Willst du Guardian haben? Ja, ja, ich will Guardian. Ja? Oh, ja? Okay, safe, dann habe ich eine sehr, sehr, sehr gute Teamcomp. Galio, ja? Ja. magst du eigentlich immer Q oder W auf Galio? Matchup-depending, ne? Aber tatsächlich. Willst du sich Ignite oder Mili-Matchup halt W-Max, die machen gar nichts. Ja, aber. Also ich habe öfter jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn du dafür gehst, die Gegner dich halt einfach die Prio nehmen. Aber ist halt im Mili-Matchup obviously anders. Also geil, Spot werden die Perma-Prio haben. Das ist halt auch nice für deine Ultimate. Immer das größere Magic Shield. Mhm. Ja, also ich hab Top-Man Perma-Prio. Ich möchte ihn auch Perma töten. Also du sollst auf jeden Fall Bot-to-Top jungeln. Wir müssen einen Late-Invade in denyen, damit Talia nicht behind fällt und dass sie die Map nicht splitten. Win-Condition ist, dass wir wirklich Perma-Top spielen. Deswegen darf ein Map-Split oder Late-Invade nicht stattfinden. Okay. Ja, genau. Wenn die das wollen, dann können die das halt einfach machen. Ne? Also ich glaube nicht. Wir haben sehr viel Poke und wir haben Galio. Ja, ja, du hast Aftershock, oder? Ja, klar. Ich hatte nicht vorzu. Galio wird ja nicht da sein. Ne? Also wird ja 3 gegen 3 Bot Jungle sein. Ja, aber Galio kann move. Und Galio ist mit Aftershock 3000 mal besser, wenn sowas als ein Silas mit Fleet Footwork. Was geht mir denn für Mythic Item auf Morgana? Gegen die Enemies, also Imperial Mandate geht immer. Ja. Sonst kannst du auch die Andries Anguish gehen. Guck einfach, wie deine Backtimings aussehen, ob du halt genug Geld hast, für das. Okay. Ja, let's go. Nice. In wen wollen wir nicht, ne? Nee. Wir wollen glaube ich. Covern. Cover hier, ja. Einfach covern, ja. Steh du mal Mitte, ne? Wir sollten aber hier stacken, zu dritt, erstmal. Und Morgana sollte mit haben. Ich bin mir nämlich hundertprozentig sicher, falls sie invaden, können wir das erste Target bursten, wenn das nicht Nautilus heißt. Du dritt hier? Ja. Also wenn Morgana out dann move, sobald die Enemies haben, dann gewinnen wir actually, weil wir eigentlich können wir komplett tot bursten. Ja. Ich werde Blue Buff starten, guys. Ja. I'm sorry. Wenn wir Bot 2v2 nicht sterben, dann wird es einfach allgemein ultra schwer für die dann das Game zu spielen, weil ich dann langsam ahead komme. Ja, und Ezreal ist 1v9-Pick, die können gar nichts gegen mich machen in dem Game. Wirklich, wenn wir... Ja, deswegen haben wir Ezreal ja last picked. Wait. Ja. Also, die haben halt Nautilus Kaiser gegen Ezreal, aber wir haben halt Galio Morgana gegen Ezreal, Nautilus Kaiser, also... Ja, ist schon. Die haben Teamcomp inherently. Schon free. Geil. Was ist dein Pull? Botlane hat nichts gepullt.
Ah, könnte Solo gestartet haben, noch? Ja, könnte Solo Start sein, oder sieht aber nach Top aus. Bot ist komplett hart am Pushen. Ja. Ich würde Raptors One gehen, um zu checken, wo er ist. Ja. Hört mich irgendwie gut ab, wenn ich Top Start aus. Er wird sich dann auch runter junglen. Ja, dann warte ich Raptors. Der hat Dorans Schild gestartet. Der Gangplank. Der hat kein Sustain, der hat kein Potten. Die wissen, dass ich Raptors gewartet habe, ne? Kann sein, dass der hinten rumläuft, um Perfing zu juken. Wird das weiter am Perma schaffen. Wir spielen trotzdem Topside, ne? Ja. Just saying. Ja, ich würd's sagen. Ich hab gleich Q für Level 2. Ich habe jetzt eh noch geskillt, also falls die was machen. Ich werde jetzt gleich Level 3 sein. Ich kann für. Mitte geht. Fahren erstmal. Ich slow push erstmal. Ich push die Wave rein und dann. Slow push die Wave zurück. Und währenddessen kann ich move und wir können invaden, okay? Okay. Wie sehen wir? Willst du? Ja. Okay. Mal bad. Okay, Lia, voll Topside geklärt. Wir können Topline diven. Wir können Topline diven. Okay. Keine Oranges. 22 Sekunden, noch 18 Sekunden. Oh, er hat der Flash up. Ja, hat er, aber keine Oranges. Ich hab einen Stun. Okay, cool. Sag einfach wann, ne? Ich Stun jetzt? Ja. Okay, nice, er hat kein Flash. Das ist richtig, richtig gut. Tank Turret? Ja, mach ich jetzt. Nice. Clean. Wir können ihn. Hat er gerade Oranges benutzt? Die Top? Oh. Wait. Falls er reingeht, können wir ihn töten. Ich aber hab einfach so lassen. Jetzt willst du noch Krabbe cheaten? Ja. Ich werd TP'en. Hast du ein Ward, dann leg den hier hin, bitte. Yep. Ja, so. Dir. Nice. Ich hab TP für euch. Also, Listen will ich TP, ich TP. Side is move. TP. So, ist fein. Hast du Smite? Ja, ich hab Smite, 430. Was? Meine Waves slow push zu mir. Am besten machst du Crux, sondern bleibst du Topside. Ich kann hier gucken für Double Crap. Ja, okay, mach das dann mal. Hat der Lee oben geresettet? Nee, der wird sich war hier. Okay, ich versuch mit Lane. Er toppt nichts ab, also muss er entweder Base sein oder Botside jetzt. Oder er wartet vom Bombplatz, kann auch sein. Ja, die haben jetzt einen kleinen Push für die. Ja. Also die pushen halt instant wieder gang, also die können nicht mal Bot ganken. Weil du ein Reset brauchst, Phil, sollst du ihn gleich nehmen nach dem Gromp oder Wolf und dann einfach nur noch Topside sein. Ja, genau. Ich mach jetzt meine Botside und dann komme ich top wieder. Ich kann gleich einen Solo-Kill holen. Lee Sin sehen oder im Space. Ja. Ich werde Mittler nicht TP'en, damit ich immer noch Side-TP'en kann. Ja. Lee Sin geht jetzt für Crux. Sehr gut. Der ich glaube, die wird den Reset, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, könnte sein. Aber wir werden nicht können ihn auch trappen. Ja, also Lee Sin ist auch Bot, wie gesagt. Okay. Der Silas hat jetzt durchgepusht, kein Mana mehr, der geht 100% Base. Ja, die wollen hier einfach nur reinpushen. Ja. Also meine Wave ist unfucking playable für den Typen. Oh, sieht richtig frustrierend aus. Kann sein, dass Silas aus der Base hochmoved oder so eine Scheiße, ne? Botlane ist das. Oh ne, Moment. Okay, ich gehe aus Base Topside. Ja. Aber farm ruhig. Der kann nichts machen, top. Die können mich nicht mal ganken. Es ist wir können für Mitte gucken oder so. Naja, der Silas ist immer noch Mist. Bin mir ziemlich sicher, dass die drei Mann versuchen Toplane Freeze zu brechen oder so. Ah, sorry. Ich nehme mal das zurück. Gangplank ist Toplane in ungefähr 10 Sekunden. Dann kann sein, dass Lee Sin top kommt, um den Freeze zu brechen. Falls du da Toplane sein kannst, verlieren die das Game. Muss aber aufpassen, dass du nicht von Lee engaged bist. Das hat einen Round auf jeden Fall. Ja, ich wollte den Try, damit du safe bist. Weil ich buff Top mit Ult. Irgendwo ist, weil ich habe ich hab Ult Backup. Alles gut. Geht ja, bis Try. Ist jetzt, okay, wir sehen Gangplank. Ich gehe den Zone. Ich checke für Pings. Die Wave ist nicht so nice, aber ist egal. Ist, ne? Ich bin nicht mehr in Ult Range. Botlane ist weg. Sei das hier. Oh, ist fein. Pass auf wegen Nautilus Room, bitte. Der Nautilus könnte, er hatte genug Zeit gehabt, um jetzt top zu sein. Just saying. Okay. Dann forcen wir gerade nicht. Erst meine Wave ist immer noch am Play between, also. Nautilus wieder Bot, beide Bot. Mitte sieht. Ne, es ist gegen Mitte, oder? Nee, ist warded. Sorry. Hätte ich können sollen. My bad. Da könnte gerade am Drake dran sein, ne? Also, die wissen, dass wir Base gegangen sind. Ja. Ich gehe jetzt gerade wieder Botside-Druck. Soll ich checken? Ja. Ich geh checken. Ja. Ich komm auch mal mit. Also, Botlane läuft wirklich ziemlich gut von mir. Ja, und Scuffle ist ab. Okay. Ich würde gerne Scuffle nehmen, ja.
Gangplank ist Level 4, also der hat nichts. Hier ist Pink. Haben wir Botlane Pryo? Ne, ich kann probieren Gang zu pushen, aber Pryo wäre nicht. Sidus hat geile Ult geklaut. Ich bin bei dir. Ah, ist fein, ist fein, ist fein. Kaiser Good kommt Richtung River Guys. Ihr seid safe, ne? Ihr seid safe. Ja, die Sim ist hier, aber ich bin auch da. Bin auch da. Willst du spielen oder ja? Aber nicht? Der Nautilus ist auch ein bisschen Kaiser, ne? Die komplette Botzeit ist ab. Verliert kein Tempo verlieren. Dann musst du mir jetzt aufpassen. Ja, ist fein. Wie sieht das mit Buff aus? Kann ich den nehmen? Ja, kannst du nehmen. Ich spiel nicht Carry. Ich nehme wieder einen Fast Reset, ne? Das ist hier super free für mich alles. Weil wenn du kein 100% Gang hast, farm permanent einfach. Mhm. Weil deine Clear ist einfach viel, viel schneller als Vanny. Nicht gerade gehoben. Sei das hat er jetzt. Na, no, eigentlich die P-Mitte. Ja. Ich bin noch kein Level 6 da. Also ich bin jetzt ein bisschen Level behind, werde ich. Ja, wir können schauen, dass wenn du Toplane Slow Push anfängst. Dann lieber Mitte. Der Slow Push startet bei der Wave und dann die Wave danach können wir Toplane diven. Okay. Also sollst du nach Red Buff Mitte gehen und ihm Pryo geben. Galio, damit er moven kann. Okay. Wie lange hält die Silas Ulti noch? Von Galio? Nicht mehr lange, okay. Nee. Gleich weg. Okay, dann komme ich nach Red Mitte. Lee Sin ist nach Botside gegangen. Okay, er kriegt alleine Pryo. Dann protect einfach Galio, damit er in den River moven kann. Ja, ich gehe hier pinken, ne? Auf die Wave möchte ich diven. Ja. Also die Wave, nächste Wave in Mitte noch gehen und dann Top Lane kommen. Ja. ASAP Mitte, ich cover dich. Ich glaube, dann in Blue. Und auch wenn wir Top Lane nicht gedived bekommen, Leute, die weg zu Zone oder Lee Sin Top zu pullen, ist richtig gut. Und den können wir wahrscheinlich dann diven trotzdem. Ja. Nautilus fehlt. Ich path schon mal hoch. Ja. Jo. Auf was ist hier könnte Lee sein? What is missing? Ja, ich werde von hinten kommen. Hat heiles TP, ist wichtig. Lee Sin ist hier auf Blue. Ich hab Ult auf dich. Silas hat TP, ist komplett missing, guys. Ah, müssen wir aufpassen, ne? Ja, wir spielen aber trotzdem, Also nicht super aggressiv, aber ich spiele das trotzdem, Leute. Ich will pushen jetzt Spot. 7, 5, 4 hab ich W. 2, 1, jetzt hab ich W ab. Ja. Okay. Und, go. Okay, raus. Okay, wir haben direkt geflasht, alles gut. Wir haben sein TP bekommen, die Flash. Okay, der Lee wird gleich für Harold gehen wollen. Nee, ich glaub, die nehmen nur Krabbe. Der hat keinen Kick, keinen Flash. Ich hab alles ab. Ja, ich hab auch noch Rote. Moon und Bills. Das war die Flash, oder? Und ja, das war die Flash und dort. Die Flash. Und Silas TP. Und Gangplank hat auch geflasht, oder ne? Kann sehr gut sein. Ja, ich glaub, King hat geflasht. Ich würde jetzt top ulten. Ja. Wenn Gegner keinen Flash hat, kannst du auch top ulten. Ja, ich würde. Heißt, Pryo, die kriegen jetzt einen Plating auf Bot und gehen maybe. Wir haben jetzt Drakeheimer. Just saying. Ja, die werden Drake nehmen. Können wir nochmal Top Lane Play dafür? Ich komme mit Ult. Der wird hier drin sein, Ich ult hier. Ich bin nicht in Ult Range. Hat der raus-TP'd? Raus-TP'd, ja. Ah, okay, lol. Okay, dann noch Drake, dann One Cage. Ja. Not sure I mein nächster TP wäre am besten für Botlane geeignet. Ja, ich kann nicht die One. Ich gerade ultra deep einfach die Pink gestellt. Die haben Vision, dass wir, also die haben Wissen, dass ich habe. Wir haben eine Pink, ne Bot. Ganz hinten. Siehst du Rocklo? Wie bitte? Wir haben der Ward Bot. Ja, aber ich muss erstmal den Gangplank so. Ich geb Backup. Ja, ich kann. Kannst einfach top kommen und wir greifen Turret an, können wir auch nehmen direkt. Und dann habe ich Freedom auf der Map. Ja. Soll ich direkt placen? Ja, ne? Ja. Botlane fighter? Botlane fighter? Ich TP-Bot. Nimm den Turret allein. Ult Zeit, ich bin da. Alles gut. Ich hab Ult ab hier. Wir gewinnen das. Ja, er hat Q gemisst. Silas Mist für Top Care. Ja. Turret kommt. Achso, Alles in Wir können. Auf Lee! Oh. Lee! Nice, auf Galio! Achtung, er ist reload. Geklaut. Nice. 2 Sekunden auf E. Ich hab Flash. Ja, ist. Aber brauchen wir nicht. Nice. Talia ist richtig strong, Leute. Ja, ich hab Blumen, ich bin super. Dann push die Wave, dann kann ich schon mal Base gehen. Oder willst du Top gehen? Okay. Ja, nee, machen wir so.
Oh, where's that mit ist auch juicy. Hier ist doch pink. Ich kann ja nicht auf der. Oh, hier ist auch noch pink. What the fuck? Ich hab auch meine Clips in Base, Leute. Also. Weiter so. Okay, wir haben Heavy Power Spike auf jeden Fall. Ja. Wieder was? Ich werde das immer so spielen, ne? Also ich werde immer den Silas quasi nur sein Dash ziehen, damit er Dash spielt. Ja. Und dann mit dem W eigentlich immer für die Minis. Ja. Sehr schöne Ulti, by the way, sehr schöne Ulti. Okay, ich kriege ein bisschen. Der wird mit deinem Prio haben. Ich brauche halt ein Reset. Ich weiß nicht, ob wir das zu zweit durchpushen können, to be honest. Ja. Ich kann mit dem Move. Ja, okay. Ich reset einfach. Und ihr nehmt Wave. Silas hier im Jungle. Lee Sin, move zu dir. Geh einfach raus. Die kommen beide zu dir. Ja, du musst. Nautilus aber keine Ulti. Nautilus keine Ultimate. Ich nehm die Kappe. Habt ihr nochmal? Nice, good job. What the fuck? Fucking play. Ich kann top wieder freezen, Leute. Ja, okay. Der ist tot. Also Gangplank ist dead. Wir können hier gucken, ne? Ja, ich hab Ulti wieder. Ihr könnt euch hooken lassen, wenn ihr wollt. Kannst du kommen, kannst du los? Ich komm. Lee moved hier auch, klar. Können wir auf Kaiser gehen? Auf Kaiser? Ja. Lee hier. Ja, nice. Ich kill beide, wenn er kommt. Great. Stop. Silas miss. Ja, push einfach. Ich push jetzt Wave und dann bin ich ready, um Mitte zu ulten. Silas hat kein TP, der wird hin zu dir laufen. Ja, Lee ist low. Okay, super. In 5 Sekunden ist Silas Mitte, also da kann sein, dass Lee für den Engage schaut. Ich hover Mitte, du kannst den Turret angreifen, ich kann ulten. Ich bin ich will hier. Können wir für Red? Ich bin in Ult Range. Aber ich push erstmal Mitte. Ich bin auch da. Also ich hab 1000. Ich ulte. Okay. Hier ist der Lee. Hier im Red Buff, Leute. Glaubst du? Ja, der ist da reingejumpt. Botlane? Ja. Ich geh Mitte. Galio. Oh, hier? Okay. Er hat ich glaube, wir sollten. Emin, ich habe auch zu viel Gold und Kaiser ist jetzt auch wieder da, guys. Ja, gut, lass uns weg. 1800 Gold. Wir haben 3 Plates bekommen, Bot. Ja. War Rutz von Nautilus gehockt? Ich hab's nicht alles gesehen. Ja, nee, Lee Sin ist geflasht. Okay. Flash von Lee. Und Silas ist ja auch weggeflasht, oder? So, nee. Wie ist Top Lane? Sie hat Kraken ready und die sind Richtung Botset River gelaufen. Maybe wir spielen für Drake pushen. Jetzt, ne? Ja, wir spielen für Drake. Ich hab Ulta ab. Wir sehen Lee Topside, er hat gerade Wölfe gemacht. Blue sollte ab sein, Gromp auch. Johnny, du sagst, wenn du auf Blue angewiesen bist. Heißt der Bot? Bin ich nicht. Glaube, ich kann die hier holen. By the way, mach. Okay. Never mind, lieber Worte. Oh, klar, ich hab Ult für dich. Auf Blue Waffe. Heißer steht weit hinten. Wenn die Lee draufjumpt, ultimativ. Ja, aber ich muss jetzt Wave nehmen. Ich gucke jetzt nur noch Wave. Okay, Nautilus ist halt nicht Botgeist. Die respected ultra viel gerade. Okay. Ja, ich nehme dann den Topside Jungle und wir nehmen Drake. Drake ist free, Leute. Drake ist free. Ihr könnt auch Botside Turret nehmen und Nautilus Move zum Lee Sin. Ich glaube, die werden das. Ich kann mir echt vorstellen, dass die das Desperate contesten. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher kommen. Dann spiel einfach slow, ihr habt extrem viel Power. Wir wollen nicht engagen, wir wollen einfach nicht engagen und wir poken, okay? Jo. Kaiser keine W gerade. Ich zieh Drake schon mal auf. Sie können nicht Drake checken mit Kaiser W, not up. Silas würde den auch abgeben. Aber die geben ab. Ja. Können wir das machen. Ich bin hier Botzeit, wir können den Turret ziehen schon mal. Wir wollen auf jeden Fall eine Minute kommen. Ja, ich spiel das. Na gut. Ich hab den Rücken, Milana. Ja. Ich hab Ult für Bot. Hallo. Warte, du hast keinen Hook. Ich versuch den Blue zu invaden. Mal schauen. Wir machen Botplay, ne? Ich hab nächsten Q. Wir machen Botplay. Wir haben Bot. Ja, Bot Tourist down. Du bekommst den auch noch, oder was? Ich bin ja auch Bot-Zeit. Greedy Motherfucker. Also, wir können Silas Mitte diven, actually. Wir sind jetzt hier bei uns. Moved in den Jungle rein. Leute. Ich hab jetzt keine Worte. Gangplank ist useless, die spielen ohne mit einem Member weniger. Haben wir Talia Ultimate? Oh, okay, einfach Turret dann. Ich hätte jetzt hier zwei unten. Das ist ein bisschen cringe. Das wird auch nicht weniger. Ich hab keine Worte mehr, ne? Ich hab immer noch Ult. Ich hab 5 auf W gerade. Ich move Mitte. Ich nehme mir einen kurzen Trade.
Einfach Turret nehmen. Ich guck für ult, ich guck für ult. Flash hier rüber. Musst du, glaube ich, nicht. Du könntest sogar spielen, wenn du willst. Hätte ich nicht machen müssen, ja, mein Bett. Ach, ja, gut. Wir nehmen Herald und ich ult Top Lane. Schau hier. Schau, ob Talia auch ulten kann. Oh mein Gott. Flash wieder ab. No one saw that. Alles gut, Bro. Er hat schon geflasht. Bisschen Hektik, ne? Lass mal. Ich geh Drake. Herald, genau. Ja, ich mein Herald, ne? Nautilus keine Ult, Guys. Nautilus keine Ult. Ich hab TP. Hast du ein Ward? Kannst du Ward stellen? Ich kann im Stich gelassen. Du musst nicht TPen. Okay, ganz ehrlich. Ich wollte nur eine Option haben. Die können nicht contesten. Lauf einfach dahin, deine Ulti hat genug Range. Ich geh nämlich auch Base. Ein TP wäre ab. Ich würde auch gleich Base gehen wollen. Ich hab in 300 Gold mein Mythic Item. Ich bin dann ultra strong gleich bei meinem nächsten Backpot. Hat Kaiser Summoners. Ja, alles ab. Ja, wir müssen mittlerweile alles abhaben. Dann gehe ich jetzt Botlane. Ich gehe auch Base. Also ich bin jetzt wirklich ultra fucking huge. Ich kann nichts verwandeln. Also echt, also ich weiß, wenn du confident bist, sollst du Sideline gehen, natürlich. Ja, dann gerne. Weil dann Scalio Mitte und wir haben Double TP, du bist eigentlich todessafe. Jo, und die kriegen mich nicht, deswegen. Ja, wir wollen 1-3-1 spielen, aber mit Galio und Morgana Mitte. Bring it. Okay. Nicht hier fein? Guess, okay. Ja, ich hab Ult für dich. Das ist ja auch gute Vision. Also, wo stehe ich denn meine? Drei Leute Trinket, ne? Mister. Ja. Das ist mentale Pressure. Ach so. Guys, ich gehe jetzt top. Ich bin nicht müde, nein. Pressuren und mich dann, ich kann den Gangplank auch killen. Ja, ich hab quasi die ganze Zeit eigentlich nur Ult für dich. Jo. Genau. Mitte Miss. Und Talia muss jetzt auch auf die Map kommen? Ja. Kann gerade 3 Top sein. Ja. Ja, aber mein. Ich hab Ulden 50. Solange ich Nautilus sehe, bin ich ultra gigasafe. Ja, wir stehen Vision Richtung Topside immer, ne? Also, Proklos-Piloten. Ja. Das. Ne? Ja, die werden hier maybe reinsteppen. Nee, du lass bitte Wave 4 annehmen, ne? Ich muss in Ult Range bleiben für erst. GP ist half left. Nice. Die werden jetzt, denke ich mal, Desperate Play Top machen. Die haben jetzt Zeit für Top. Baitas auch. Kannst du ruhig das Geld, das Play Bait. Ich krieg Nautilus. Die können nichts machen. Lief Mitte. Actually bin ich Half-Life und weiß nicht ganz wie, aber. Ich rotiere mich in Mitte. Der will für den Kick gucken. Ist der 3 Mitte, Lee kommt jetzt hier. Ich geh wieder was. Oh, es war so close. Der GP ist one HP, wir kriegen Top Turret. Nee, wir müssen wieder Midwave hier nehmen, nimm mal hier bitte. GP muss Base. Lee macht Bot. Die Shin geht runter gerade. Willst du spielen oder nicht, Felix? Ich laufe. Nee, ich laufe weg erstmal. Okay. Okay, Guys, die beiden sind hier auf mir. Silas hat meine Ultimate. Aber die können eventuell jetzt Mitte schauen. Ja, dann würde ich auch ulten. Ja, lass Mitte playbaiten, oder? Ja, die schauen Mitte. Silas hat geultet. Ich bin hier. Wir gehen oben rum raus zum Asteroid. Zum Asteroid. Ich bin hier, Guys. Wir können fighten. Lee. First Lee, best Lee. Ja. Ich bin auf Nautilus. Ist gut. Ich bin in Ult. Silas. Ja. Kaiser noch, ich mach Wall weg. Stark, Mann. Stark, good job, Guys. Ich nehm Top Turret. Was hat der Gameplay gemacht? No Flame. Okay, ja, Turm kriegen wir. Drake ist gleich auch noch ab, können wir noch nehmen. Wir sollten danach für Drake gehen. Und wir wollen dann gleich nach. Wie lange hält dein Herald auf? TP hinter euch, TP hinter euch. Kehr. Ich bin Pop, Guys. Ich spiel das ohne mich gerade. Ich hab meine. Ich tippe einfach für safe, das fuck it. Oh Gott, wir fighten das. Der träumt. Okay. Der hat auch TP. Wir gehen auf Lee. Was will ich noch? Okay, ist awkward, Leute. Ich geh raus. Erstmal. Ich krieg ja noch die auf Gangplank. Wir können auf Gangplank. Morgana ist dead. Das sind 4v4. Ich disengage einfach. Nice. Einfach Silas. Einfach Silas. Ja. Ich spiel's als Turm. Ja. Ihr müsst erstmal raus. Okay. Können wir das so spielen? Hast du noch Bock? Ich hab keinen Mana. Er hat Mana für 2 Abilities. Achso, mal bitte. Ich hab nichts mehr. Mein Flash war scheiße. Nice. Nice, good job. Ich muss Herald setzen, der läuft ab. Ich hab TP ab. Ich muss schnell weg und du sollst auch weg. Ich hab TP ab. Die sollten gerade nicht am Drake sein. Kaiser war am Rapper.
Die haben, keine TPs. Ich will Nash forcen, wenn wir Botlane wen sehen. Okay, nicht für Drake spielen, wa? Wir können Nash forcen, actually. Also wenn, wenn Botlane irgendwer geht oder so, und das Ding ist, die beiden brauchen Reset, und Nash ist sie. Okay. Und dann turnen wir einfach. Ich hab TP für dich, Mitte. Mhm. Aber wenn ich... Der Silas wird die Top Wave annehmen. Ich bräuchte einen Reset, also ich brauche kein Reset, aber es wäre nice. Aber wenn wir zu viel Tempo verlieren, dann stage. Können wir den? Ich kann jetzt oben Silas ulten, ne? Ja. Nice. Ich bin stuck. Ich habe Auge auf dich. Aber ich hab keine Ahnung. Ich spiele wieder ohne S, ne? Lass mal hier Akku gehen. Ich pack dich. Ja. Da lies ihn, lies ihn. Ich hab die Kaiser. Nevermind. Einfach die. Alter, Tankspin ist so fucking weird, Mann. Good job. Pflanze sollte ab sein für Galio. Ja, ich lebe in 10 wieder. Ja, sonst habe ich auch einen Execute. Ich run hin. Ich hab einen nice Brain Freeze. Oh Gott. Vielleicht muss das nächste Energy doch einen Ticken früher kommen als gedacht. Sieht gut aus. So, ich kann direkt zum Drake, ne? Ja. Absoluter Mathe-Mann. Und Ultimate. Mission ist top, sag's bitte. Okay, ich bin. I don't know, ich hab instrumentales Item, holy shit. Ja, let's go. Jetzt ein Teamfight mit SV. Let's go. Wir können einfach diven. Ich raste jetzt komplett aus. Soll ich nochmal Side gehen? Ja, lass wir sollten weiter 1-2-1 spielen. Ich raste komplett. Ja, jetzt raste ich wirklich aus, guys. Ey, ich hätte schon Bock, das einfach zu streamrollen. Aber. So. Nee, wir werden das streamrollen. Nur will ich dabei nicht warm verlieren. Ja, ja. Das ist der Unterschied, weißt du? Ich muss kurz warten. Warte kurz, bist du kurz. Shit, gerne, ja. Wir wollen jetzt die Map tempern. Also Thalia nicht mehr farmen, sondern einfach Mitte zeigen und pushen. Mhm. Einfach Waves jetzt hart pushen. Ja, beinig. Mitte! Immer sagen, wo Leute sind und immer einfach sagen, permanent sagen, wo Leute sind. Der hat bei Pass hier Mitte. Fünf Mitte. Ja, drückt einfach Qs. Muss die Wave bitte wieder vorne annehmen, ne? Also ja. Wir wollen die nicht. Ja. Wir wollen quasi den Weg hier sehen. Wir brauchen Botzeit keine Vision. Wir brauchen nur hier Vision. Das ist die wichtigste Vision. Dass wir sehen, falls sie in Flank Position gehen wollen. Wir haben hier eine Ward, wenn wir eine Pink hast. Okay, ich nicht. SV ist reingeschaut. Ich bin fein, ich bin komplett fein. Ja, ich hab auch. Ich hab Ult nah, also ich bin. Ich Ult nicht für Pantheon eigentlich. Nee. Ich hab Top Turret, Guys. Ja. Ja, dann spielt das bitte. Ich bin jetzt am Hinne. Lee ist bei mir. Ich bin aber fein, ich bin immer noch fein. Ja, ich hab Ult für dich. Ah, Mitte wird engaged. Rein. Ich hab den nochmal. Nautilus. Ich ulte. SV kommt flanken. SV. Wir sind auf mir drauf. Nee, du bist fein, Ich würde. Gegen. Silas. Okay, nevermind. Silas trotzdem. Oh Gott. Yeah. Ich hab noch Stopwatch. Spät nur. Nice. Ihr könnt aggressiver spielen. Die Sinn ist noch rechts von uns. Okay. Also SV kann nicht reinjumpen. Ja, ja. Alles töten. Let's go, ich hab. Ich kann hier gar nicht gehen. Okay, Leute, das wird zu wild. Jetzt kann ich auch Tilt angreifen. Ja. Der Nautilus wird mich hier gleich hochbringen. Ja. Sehe ich auch so. Nice. Der Schiff war gerade. Nice. Ich TP gleich Botlane. Top ist Huge Wave, wir können finishen. Wir können finishen, ja. Kann ich für den Green erlaubt gehen? Nein. Ja, nein, du darfst. Nein, ja. Warum hörst du denn auf Felix? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ich geh dir jetzt hunten, ne? Ich bin sofort wieder da, Jungs. Ich bin noch Kaiser, ich bin noch Kaiser. Ja, drei Flashes, no? Hate is still live. Nice. Wie? Ist die Party vorbei? Oh, Pantheon nochmal. Das ist kein Pantheon, aber es ist okay, ja, Bruder. Party, ja, GG, Guys. Bin froh, dass wir nicht gegen Nico spielen. Geil. Insane ist schon. At Felix. Ja, war nice. Great, ja. Das eine vergesse ich nicht, Johnny, als er einfach wieder in Turret Range gelaufen ist in der Mitte und dann gedacht, okay, Leute, das ist cringe. Ja, das war nicht schön. Ich glaube, es ist ein bisschen cringe. Ich schaue so mit. Das war daneben.
Dennis flasht irgendwie Akro raus wegen Nautilus und so. Ah, sorry. Und ich eine Sekunde später mit dem einfach nur gegen die Wand, statt den Nautilus zu treffen, war auch gut. Da, weißt du, damit dein Selbstwertgefühl nicht leidet. Weißt du, dachte ich mir, ja, mach ich auch einen Fehler. Sehr nett. Ja. Aber Phil, du hast ja gesehen, dass du manchmal einfach irgendwo gewartet hast und einfach deine Camps einfach on waren. Ja. Du hast da nichts gemacht. Und oft musst du einfach eine Lane nicht protecten. Ne? Es war nicht sowas wie Silas gegen Galio. Ist zwar sehr nobel von dir, aber Galio ist halt nicht der Carry, das hat er auch gesagt. Dann spiel nicht für ihn. Er ist der Setup für dich. Also wenn du ein Gank siehst, geh da hin. Wenn du den Gank nicht siehst, protectest du ihn auch nicht. Außer er demandet dafür, weil er ein Reset braucht oder so. Und das call ich ja dann im Zweifel auch. Ne? Ja, genau. Also das haben wir auch gemacht. Ja, genau. Deswegen Johnnys Kommunikation ist sehr, sehr gut. Deswegen musst du dann bei erst recht Vitalia sehr, sehr egozentrisch spielen. Weil dann kommst du einfach default ahead. Weißt du? Du bist halt ein geiler Ficker. Ja. Das ist ein geiler. Guck mal, du bist halt jung, dynamisch, gut aussehen und du hast so einen Rentner auf der Midlane, Alter. Nimm alles. Bis ich ja nie wer krieg, dann bist du meine Bitch. Aber das ist ein anderes Thema. Darauf kann ich mich einigen. Ach, wir haben also